Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nach 7 Jahren Pause kehrt Patrick Head zu Williams als Berater zurück. Der mittlerweile 72-Jährige wird aber nicht dauerhaft beim Team bleiben, sondern nur kurzfristig. Er soll das Ingenieursteam in der Fabrik unterstützen. Beim 1000. Grand Prix der Formel 1 in Shanghai wird er zwar dabei sein, aber nicht beim Kommandostand des Teams. Früher war er Mitgründer und Teilhaber des Teams mit 30% und bis heute hält er die Anteile am Rennstall. Wird es bald das Q4 geben? Am Dienstag tagte in London das Strategie-Meeting und dort wurde über ein mögliches Q4 diskutiert. Das Ganze würde dann wie folgt aussehen. Pro Qualifying-Session fliegen 4 Fahrer raus, sodass im letzten Abschnitt nur noch 8 Piloten mitfahren. Problem wäre, dass der Reifen in Q4 auch gleichzeitig der Reifen aus Q3 wäre. Also würde der 9. Platzierte bereits die freie Reifenwahl haben. Allerdings muss Pirelli dann auch mehr Reifensätze zur Verfügung stellen. Charlie Whiting gefiel die Idee, weil es ein Vorschlag der Fans war. Laut Mario Isola kann eine 2-Stopp-Strategie um bis zu 8 Sekunden schneller sein als eine 1-Stopp-Strategie. Grund ist die neue dritte DRS-Zone zwischen den Kurven 3 und 4. Die schnellste Variante wäre eine Soft-Soft-Medium-Strategie. 2018 war die Strategie der Podiumsplatzierten eine 1-Stopp-Strategie, dort allerdings nur mit 2 DRS-Zonen. Im Qualifying baut der weichste Reifen schnell ab und eine zweite Runde mit dem Reifen ist unmöglich, auch nicht mit einer Abkühlrunde. Beim morgigen Bahrain-Rennen wird es eine zusätzliche Startampel für die Fahrer im hinteren Starterfeld geben. Allerdings nicht die 5 Lichter wie bei der Hauptstarterampel, sondern nur die letzten beiden Lichter. Gerüchten zufolge sollen die Ampeln in Zukunft höher angebracht werden. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben. Und wer noch mehr Formel 1 Videos von mir sehen will, darf diesen Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.